Lola Randl, Regisseurin von Bienen und Blumen. In Von Bienen und Blumen geht es um die Sinnsuche des postkapitalistischen Individuums auf dem Land, wobei natürlich mir schon klar ist, dass dieses postkapitalistische Individuum jetzt nicht wirklich wir leben ja nicht im Postkapitalismus, sondern es hofft ja nur, es könnte postkapitalistisch sein. Also ist es eher die Sinnsuche des städtischen Projektmenschen oder überhaupt der Projektmensch, der aus der Stadt aufs Land geht und dort den Sinn sucht und dort eine Familie gründet oder schon eine Familie hat oder an neuen Lebensformen doktert und Familienformen, genau, und Arbeitsformen. Die Initialzündung war, glaube ich, ich bin eher aus der Stadt geflüchtet. Ich wusste ja gar nicht, wo ich hingehe. Ich bin mit dem Zug gefahren und dann wird irgendwann, wenn man nach Norden fährt, Richtung Stralsund, die Landschaft ganz weit und toll und wie man sie noch gar nicht gesehen hat. Und da bin ich dann einfach wieder hingefahren, als ich total fix und fertig nach so einem Filmdreh mal war. Da hatte ich noch das Produktionsfahrzeug und dann dachte ich, da muss das Leben aber schön sein oder so. Oder irgendwas habe ich mir davon gedacht und ich hatte gar keine Ahnung. Und dann haben sich so die Ereignisse überschlagen. Das war wirklich nicht durchdacht. Ja, in dem Fall ist es so, wenn wir jetzt annehmen, dass der Film so ein eigenes Wesen ist, hat dieses Wesen so erstmal, es ist quasi eher wie jemand, wie eine freie Schule. Also es ist so, wo man erstmal versucht rauszufinden, was man als Wesen überhaupt sein wollen könnte. So ist der Film. Also man könnte ja auch, normalerweise plant man Filme etwas anders. Also man legt sie genauer fest und macht es dann so, wie man gedacht hat, dass man es festgelegt hat. Und dieser Film hat sich eher so, ist auf die freie Schule gegangen und hat erstmal so, ist erstmal im Raum angekommen und hat dann überlegt, auf was er jetzt, wie er sich so entwickeln möchte. Und das fand ich mal ganz interessant. Und interessanterweise verstehe ich mich jetzt mit dem Film besser als mit den anderen Filmen. Weil danach, wenn wir uns getrennt haben, bin ich oft so ein bisschen, nicht, dass wir im Streit auseinandergehen, ich und die Filme, aber so ein bisschen. Und ich finde, dass wir uns jetzt erstaunlich gut verstehen. Ich frage mich, ob das daran liegt. Ich glaube, ich komme drauf, weil ich mir wirklich denke, weil ich mir auch solche Fragen stelle, wie das mit Beziehungen und Kindern und Projekten und wie das alles so gehen kann. Und es ist ja wirklich so, dass nicht mehr die Gesetze, die die Leute noch so als Zweierpaare zusammengehalten haben, nicht mehr so sehr gelten. Und gleichzeitig hat man auch nicht die Lust, sich alle 4 Jahre wieder zu trennen, sondern man hat ja auch Lust auf Familien und so, was wir da veranstalten, wünscht sich eigentlich so, man wünscht sich eine gewisse Stabilität und trotzdem wünscht man sich irgendwie auch noch alles andere, was ja eh einfach ein bisschen zu viel gewünscht ist. Aber naja, man muss ja mal Sachen ausprobieren. Also warum sollte man sie auch nicht ausprobieren? Es ist quasi schon ein Privileg, sich überhaupt dem Experiment der Nachhaltigkeit erstmal auszusetzen, weil es ist viel einfacher, sich das im Supermarkt zu kaufen. Und deswegen, wenn man wenig Geld hat, wobei es ist auf dem Land auch schon noch eine andere Tradition, aber doch. Heute geht man eigentlich lieber also in den Supermarkt und es ist dann doch eher ein Privileg oder Sache der Privilegierten, die dann anfangen, solche Experimente durchzuführen. Aber es kann auch sein, dass von den Experimenten noch andere sozusagen im Endeffekt auch noch was rausbekommen. Ist ja eh noch die Frage, was man da genau rausbekommen will. Hinter der Kamera. Also, ja, würde ich schon so sehen.